Komm, jetzt geh doch schon rein, du blöder Hurenblut. Ja, hast du dann Lust mit am Halloween mitzufahren? Dann ist Event. Meinst du bei Ideas? Haben Sie. Ach, haben sie, ja. Ein Silber, Gold und. Naja, vielleicht haben wir das Glück, und Justin braucht sich anders zu verkleiden, ne? Vielleicht habe ich auch bis dahin schon noch ein neues Sound Alerts mit drin. No. Ach so, und ja, bei diesem Gewinnspiel, was ich da hatte, ne? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Echt? Also. Meine letzte Fahrt im ETS war von Expo in Hannover. Oha, kann das sein, dass es noch damals vor das Krone DLC da war? Die Firmenmesse. Jo. Krass. So, aber schön, dass du das noch da bist. Ich würde dann nämlich jetzt gern. Kurz was machen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich den Autopilot wieder reinkriege. Hier hast du dermaßen so verkorkst. Ja, da bin ich. Keine Ahnung, aber ich habe eben Flugplan, aber keine Discontinuity mehr. Die habe ich schon rausgelöscht. Schneide ich Okay. alle weg. Wir hatten da gerade ein Hallo reingeschrieben. Herr Manu, Servus. Ach, Manu. Ich muss gerade mal was gucken. Hoppala. Okay. So, mein Lieber, viel Spaß damit. Ja, das war sehr knapp. Das war absolut sehr knapp. Weil ich mal Ware wird erwartet. Ja. Hab aber noch Zeit. 1 Stunde 10. Wir sind im 10 Minuten sind wir da. Ja, oder Blut hat keinen Bock mehr. Was Pilot oder Flieger? Autopilot. Hast ihn gecrashed, hä? Ja? Ja, scheint so, ja. Aber ich glaube, der hat der, glaube ich, der Flieger noch mit, nicht dolle Probleme, aber ein bisschen auf jeden Fall. Oh, bitte gut. Wenn er einmal rausfliegt, dann kriegst du ihn halt schwer wahrscheinlich wieder rein. Oh, bitte nicht. Fang es bloß nicht an zu regnen, ey. Versau mir jetzt bloß nicht da. Matt, hast du was gemerkt? Echt nix? So, perfekt. Führt einen Regentanz auf. Nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Ja, es fängt doch klar an zu regnen. Oh, ho, 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 ho. So schnell wollen wir jetzt auch nicht fahren, mein Freund. Ah, nicht schlecht. Dann guck mal neben deinen Namen mit.
Scheiße. Nee, doch, nee, doch, nee. Hm. Hast du einen VIP-Status bekommen? Das heißt, für manche Sachen haben die Subs und die VIPs ein paar kleine Vorrechte. Weil du einfach aktiv im Chat bist. Ach, schon wieder am Maut. Ja, was soll ich sagen? Quasi kommst du dann mit hier auf den Community-Trailer. Nein. Lol. Nee, es ist wirklich mal schön, wenn man mal merkt, dass man hier schön einen aktiven Chat hat, ja. Ja. Es ist wirklich was Schönes. So. Ich muss zur Werkstatt, ey. Ich hab langsam kein Profil mehr an den Reifen, ey. Und wir sind jetzt gerade eineinhalb Stunden unterwegs, ey. 72 Kilometer, ja. Dann haben wir die Fracht endlich mal. Achso, und ja. Und im Tablet sagt er sogar auch schon, also er hat auch Einstellungen drin wegen GMX. GSX. Im Tablet. Cool. Und auch wegen Navicraft-Verbindung hat er auch mit drin. Ja gut, die Navicraft-Charts da, die von Aerosoft, die ist also monatlich bist ja richtig da am Brett dann, ne? Also ist schon... Mhm. Oh, manche Punkte. Was? Ich schicke dir einfach mal ein Foto. Hast du alle ausgegeben? Kann ich auch gleich einen neuen Flug annehmen. Ohne Autopilot macht keinen Sinn. Mhm. Ein bisschen blöd jetzt, aber naja, gut. Achso, und da ist ja noch ein. Halt noch viele andere A330 sind. Drei Stück sind noch drin. Einmal der 200er, 300er und der 800er soll noch kommen. Also mich interessiert erstmal die A21, die A. Und die A20 und die A321 Flotte da. Mhm. Ich habe jetzt mittlerweile schon 40 Flugzeuge jetzt drin. Also schon ordentlich viel. Sonst eigentlich ein paar Sounds sind anders. Also Ancient Sounds. Wie soll man da rausfinden, wo man rechts fahren soll? Geradeaus steht da. Wow, toll.
Fahr nicht wie die A40. Die gesperrt hier in Duisburg. Ich find's schlimm, ey. Klar, ich könnte auch die Navigation anmachen, aber da werde ich noch mehr abgelenkt vom Babbeln. Ja, das ist wirklich so. Na, glaube ich dir. Die Stammstrecke Frankfurt-Hamburg. So. Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich einen Tempomat wieder reinknallen, nicht auf die. So, mal aufpassen, wo wir da hingehen. Oh, ja. Komm, Elke, wir fahren auch drüber. Perfekt. Ah, einen Berg anzufahren ist auch nicht mehr so einfach. Ja, das stimmt. So, dann haben wir aber es gleich gepackt. Oh. Ach du Scheiße. Frankfurt, absolutes Sauwetter. Oh shit. Regnet wie Sau. Also. Ich hätte ja auch geradeaus fahren können, oder? Ich glaube schon, ja. Egal. Gölit. Ach, da kann ich nicht reinfahren, verdammt. Komm ich noch raus? Genau. Da geben wir auf jeden Fall mal die, den Auftrag dann ab. Dann fahren wir zur Werkstatt. Die ist ja direkt hier rechts. Mein Gebäude. Zieh. Oh, ein alter MP3 hier. Schönes Ding. Hat jemand Autos bestellt? Ja klar, erstmal schönes ETS2 Logo da hinten. In der Verkaufsstelle. Ja moin. Ja. Könnte man schon gut vorstellen, dass Manu das da Verkäufer richtig gut macht, ne? Ja.
kaufen sie Auto, aber haben sie den Preis vom LKW. Der macht so sein Geld, ne? Ich mache ein bisschen jetzt in Frankfurt zu starten und landen direkt wieder. Das nennt man Aufsetzen und Durchstarten. Yep. Der Flugzeugsprache. Kurskreis left, Kurskreis right. Ja, so ist. Ja, Deutsch, Englisch, geil. Ist ja auch schon wieder Werbung drin. Sage mal. Der Bu weiß, wie er es macht, ha? Ja. Oh, nehmen wir einen Händler. Hier, komm mal rein, richtig? Jawohl. Perfekt. Gut. Oh, nee. Oh ja, okay. Großes Feld. Große Fläche zum Abladen. Genau, zwei Schranken gehen auf, der König kommt hier rein. Habt ihr schon mal einen König fallen gesehen? Och nö. Jetzt haben wir. Der will mich da hinten rein haben, ich glaub's nicht. Nee. Das sieht aus, als würde der mich wieder in der Halle drin haben. Ja, das Problem ist, ich habe halt keine Linie mehr. Okay. Ach, da hinten. Da hinten will er mich drin haben, hab's gefunden. Gebatscht. Kabel lassen grüßen. Wow, sauber eingepackt, ey. Halt, in Richtung. Boah, wir haben es geschafft, ey. Wir haben es geschafft. So. 8, 7, 2, 4, 6.
So, dann dürfte es für diese Folge gewesen sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Tour. Und ja, bis demnächst.